Polizeischutz im Bierzelt. Beim Auftritt von Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir sichern etwa ein Dutzend Beamte die Bühne. Die Grünen hatten zur Wahlkampfveranstaltung ins Festzelt nach Hart in der Nähe von Traunstein geladen. Im hinteren Bereich des Zeltes, so berichten Teilnehmer übereinstimmend, hat eine größere Gruppe mit Trillerpfeifen und Sprechchören lauthals gegen die Veranstalter demonstriert. Die Stimmung sei aggressiv gewesen. Die Spitzenkandidatin der bayerischen Grünen spricht von einer unklaren Sicherheitslage. Und das, glaube ich, muss uns als Demokratinnen und Demokraten alle besorgen. Und ich habe ja schon öfters im Bierzelt mal gesprochen, aber so eine Stimmung und vor allem auch so ein massiver Polizeischutz habe ich noch nie erlebt. Die Polizei teilt auf BR-Anfrage mit, dass es weder eine Sicherheitsstörung noch eine Gefahr für die Veranstalter gegeben habe. Es lägen auch keine Anzeigen vor. Das Innenministerium wollte sich heute nicht äußern. Auch der Bürgermeister von Chieming war im Zelt und zeigt sich enttäuscht, nennt die Demonstranten Störer, die größtenteils von außerhalb gekommen seien. Also für mich ist es tatsächlich neu. Habe ich so noch nicht gesehen, bei uns noch nicht gesehen. Und ist eine neue Erfahrung, tatsächlich für mich eine negative Erfahrung, weil es ja nicht der Demokratie entspricht. Die Grünen werfen CSU und Freien Wählern vor, für die Stimmung gegen sie mitverantwortlich zu sein.